Mein Name ist Armin Meiwes. Ich habe einen Mann auf dessen Wunsch hin getötet, geschlachtet und gegessen. Hände, Beine und Kopf haben Sie ja nicht verspeist. Sie sind ja auch nicht eingefroren worden, oder? Den Kopf nicht, nein. Und die Hände und die Beine und die Füße auch nicht. Was haben Sie mit denen getan? Ich hatte die eine Zeit lang zunächst noch in der Gefriertruhe liegen gehabt. Okay. Er sagt dann, ja, also wenn ich bis morgen früh durchhalte, dann essen wir meine Eier zum Frühstück. Ich habe ihn in den Hals gestochen, praktisch hier rein, sodass die Messerspitze auf der anderen Seite wieder herausguckte. Weil bei mir war es ja nicht so, dass ich denjenigen vernichten wollte, sondern der sollte ein Teil von mir sein. Dann eben kam ich dann wieder hoch. Er sagte mir, es ist kalt. Ob ich ihn in mein Bad einlassen könne. Eigentlich unverständlich, aber er war glücklich da, wie er in seinem eigenen Blute saß. Dann habe ich ihn entsprechend in der Schlachtkammer, nachdem er so einen
tot war und eben wollte ich dann den Kopf abtrennen, habe ihn dann an der Decke entsprechend aufgehangen. Und dann entsprechend dieser Anleitung gemäß ausgeweidet, halbiert. Dann habe ich die beiden Körperhälften erstmal abgebrüht und gewaschen. Dazu jeweils dann runtergetragen in die Badewanne. Vor der Verhandlung oder nach der, dem die ganze Sache ja rausgekommen war, da haben die Medien ja alles Mögliche berichtet und da hatte ich natürlich mehr oder weniger gelächelt, und, weil ich wusste, wie es richtig ist. Nun, heute weiß ich, dass das, was ich gemacht habe, falsch war.